Ah, ein Holzfäller mit rotem Hemd. Ja. Ja, ne? Das Holzfällerhemd an. Ja. Das so. L. Bolton Flanellhemd. Genau. Du kennst das, Tana? Ich mein ja. Der Name sagt mal auf jeden Fall was. Hör mal, wer da hämmert. Ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt. Ja. Ist jetzt eigentlich nicht unbedingt eine Serie für Frauen. Oh. Hör mal, wer da hämmert, habe ich gern geguckt. Ich auch. So ein Volldepp. Ja? Oh, ich kann das. Erinnert mich immer an meinen Papa. Kind, lass mich mal an dein Fahrrad. Bremse durch. Ich zeig dir, wie das geht. Vogelnest. Also er kann schon einiges, ne? Aber manches hat der genauso. Ich meine, der Dings kann ja. Krabbelt da was? Ich meine, der Tim, der kann ja auch. Aber manche Sachen macht der halt eher kaputt, wie er es kann. Ja, er darf halt kein schweres Gerät in die Hand kriegen. Genau. Vogelnest? Hallo? Nicht ein einziges, ne? Bunny sehe ich da hinten rennen. Eins habe ich, also ich habe 11 Federn. Tatsächlich? Ja, die würde ich euch für ein Crossbow geben. Das ist ein Deal. Naja, also, in der Apokalypse wäre das aber ein schlechter Deal. Nein, ihr sollt mir keinen Crossbow dafür geben. Ihr dürft daraus Crossbow-Pfeile machen. Boah, das ist aber großzügig. So das war. Gut. Also in der Apokalypse wäre das jetzt aber ein schlechter Deal gewesen. Naja, kommt drauf an, wie viel Munition du hast. Wenn du nichts hast, wäre der Deal gut. Na? 17 Federn oder 11 Federn gegen eine Waffe? Ich weiß nicht. Ja, wolltest du mit einer Waffe ohne Munition werfen? Ja, aber wenn die Waffe abgibst, bringt dir die Munition ja auch nichts mehr. Ja, aber du kannst ja eine neue Waffe bauen. Ist ja nicht so, dass wir das Material nicht haben für eine Waffe. Wir haben ja nur das Material für die Munition nicht. Vogelnest. Mein Gott, es kann doch nicht so schwierig sein, hier ein Vogelnest zu finden. Doch. Anscheinend ja, schon. Das wir haben wahrscheinlich hier schon alles abgegrast. Hier ist ein Vogelnest. Ich habe ein Vogelnest gefunden. Und ein Ei drin. Nein. Denn Ei an sich ist ja jetzt nicht so schlecht. Nur nicht das, was du erwartet hast. Da kommt ein Zombie drauf mich zu. Drauf? Mach ihn mal. Ich hab dir Kopfschmerzen bereitet. Okay. Ah, hast du deinen neuen Spikey ausprobiert? Hier war doch noch jemand mehr. Wer stöhnt hier rum? Hallo? Das muss ich sein. Nö. Mit dem will ich jetzt nicht spielen. Zum Glück hat er gerufen. Nee, mit dem will ich nicht spielen. Hab ich keine Lust. Nicht jetzt. Später irgendwann. Das fehlt mir jetzt noch. Ach, da hinten ist der Zora. Vom Bär erschlagen. Vogelnest. Vogelnest. Ich brauch Federn. Keine Eier. Federn. Vogelnest. Oh, Vogelnest da. 13 Federn. Wow. Ich hab Federn in eine Kiste gepackt, aber wie gesagt, nur 2 Handvoll. Naja, besser als nix. Ja, im Singleplayer habe ich mit den Federn auch keine Laster, ne? Ich hab irgendwie 300 Pfeile und 300 Federn noch in der Kiste. Ja, kannst du das nicht mal mitbringen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Höchstwahrscheinlich nicht. Nee. Au! Runterspringen macht übrigens gebrochenes Bein. Echt? Ja. Also ich bin vorhin runtergesprungen, ist mir nichts passiert. Schmerz. Aber ich habe auch nicht mit Anlauf. Ich bin an dem Holz runtergeglitten. Glaubst du, du willst durch die Botanik oder so ein Vogelnest?
auch. Hm. Nix. Ja, nix. Was habe ich denn jetzt in Eisen da? 129 Eisen. Besser als nix. Bring ich mal nach Hause. Reinschmeißen und sofort Iron Bars wieder anschmeißen, wenn es geht. Ja. Werde ich gleich mal versuchen. So. Hups. So, zack. Eisen. Upp. Iron Bars. Wo sind die Dinger da? Zack. Das gibt's doch nicht. Ich habe noch nie ein Nest gesehen. So, Federn hast du wohin geschmissen? Rechte Kiste, glaube ich. Rechte Kiste, da sind Federn. Super. Und das heißt, Federn herstellen. Mach, mach, mach. Quatsch, Federn herstellen. Pfeile. Genau, stell mal Federn herstellen. Her. Super, stell mal Federn her. Was ein Pfosten. Alter, geh nach Hause. Naja, so ist durch. Ja, der ist fertig. Ein Nest, also, ich gibt's ja nicht. Wenn es wirklich so weit kommt, dass man Tiere dann zähmen kann und oder halten kann zum Farmen, dann wird sich das Federproblem wahrscheinlich auch erledigen. Ja, das denke ich dann mal. Wenn du dann mal so 2-3 Hühnchen da hast. Stimmt. Morgens denn Ei und einen Haufen Federn. Oh, ich höre. Oh, ich habe Freunde. Irgendwo habe ich hier Freunde. Na, wo bist du denn? Ja, ich habe ja auch einen Dicken gesehen, der gespawnt ist, aber. Ich habe eigentlich. Bin ich mich. Also in Richtung Norden. Richtung Norden müsst ihr ein bisschen aufpassen, da läuft ein Bär rum. So nebenbei. Ja, gut, das sieht nicht aus wie ein Bär. Nein. Airdrops. Nein. Ich sehe ihn. Soll ich hinlaufen? Auch. Sollen wir hinlaufen? Würdest du hinlaufen? Wo bist du? Warte, du bist näher als ich. Lauf du. Ich lauf mal. Bin okay. Auf der anderen Seite vom See. Ich lauf da mal hin. Warte. Jetzt kommt der, ne? Geknurrt. Da war ich jetzt nicht sicher, ob es der Zombie oder der Bär war. Ja, ja. Komm mit. Oh, Munition. Munition? Munition mag ich. Ja. Ist hier aus dem Zombie rausgeplumpst. Na, tatsächlich. Hat die alles so mitschleppen, ne? Ja. Nee. So. Und ich bin irgendwo am Nest vorbeigerannt, als ich den Zombie gejagt habe. Na, du Schwein. Hast Schwein gehabt, wa? Ah, der hatte nur Sandwiches dabei. Blödsinn. Ja, Drop, ich komme. Am besten noch mit. Ach, da krabbelt ja noch einer. Habe ich doch richtig gehört. Herzelein. Oh, man sollte auch die Armbrust laden. Oh nee, was ist hier denn? Ist das die Stadt oder was ist das hier? Nee, verbranntes Biom und was ist das? Also an der bekannten Stadt läufst du vorbei. Nee, hier ist schlecht, also ich muss hier ein bisschen aufpassen. Hier ist ein Minenfeld. Ups. Dussel ist da reingelaufen, wa? Ja. Airdrop, wo bist du? Airdrop? Boah, hier, ich lieb das ja hier, ne? Vielleicht hängt er wieder so oben am Dach wie bei mir letztens. Ja, was ist mit dir drin? Oh Gott. Alter, ich bin erschöpft. Ich muss vielleicht mal. Oh, nein, brauchen wir noch einen Kochtopf? Nicht zwingend. Hast du wieder Hundis gefunden, ja? Ja, ich habe einen Hundi gefunden. Hoffentlich bleibt er auch weg. Nein, er kommt. Hoffentlich kommst du zu Fuß nach Hause. Mehr, du Drecksviech. Nein, 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 ich bin tot. Super, ich dreh durch. Er kommt wohl nicht zu Fuß nach Hause.
Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Drecksviech. Nein. Blöden Köter, ich hasse die Viecher. Einfach rückwärts laufen, also rennen und schießen. Das habe ich wohl. Ja. Naja. Super. Ach ja. Tot. Toll, mein ganzer Kram liegt da. Ich hab dir da nochmal 30 Federn reingepackt. Ich weiß, das ist ein schwacher Trost. Ja. Und mein Crossbow und alles weg. Ach Mensch. Du lass mich ins Spiel wieder rein, komm. Du bist wieder rausgeflogen, ne? So war? Erscheine auf dem Bett. So. Super, ich habe einen Kram gehabt. Was ist denn jetzt los? Alles, was du im Gürtel hast, hast du noch behalten. Aber alles, was ich in der Tasche habe, ist weg. Oh nein. Ja, die holen wir wieder. Miste. Ich hab nichts mehr. Du hast kompletten Rucksack verloren, ne? Ja. Okay, ich mach mir mal eben eine Müllkiste. Mist. Ach, wie ärgerlich ist denn das? Wie ärgerlich ist das denn, sag mal? Scheiße. Alles gut. Nee, ist ärgerlich. War der Rucksack komplett voll? Nein, der war nicht komplett voll. Gut. Aber mein Kram ist weg. Blöder Köter, Drecksviech. Elendes. Wie viel Uhr haben wir? 14 Uhr. Das passt jetzt auch noch so schön, ne? Kannst du mal bitte einen Shared Waypoint genau auf deinen Rucksack setzen? Ja, Augenblick krieg ich hin. Ach nee, scheiße, ist Mist, kann ich nicht. Ich hab's Bein gebrochen, ich bin nicht schnell genug. Nee. Sonst wäre ich mitgelaufen. Sind da keine Schienen oben im Schrank? Zack. Ja, aber da hast du trotzdem eine verminderte Geschwindigkeit. Wegpunkt, Wegpunkt. Und gegen Hunde brauche ich meinen kompletten Speed. Habt ihr den Wegpunkt jetzt da? Könnt ihr den sehen, ja, ne? Nee. Alter! Wieso nicht? Wo hänge ich denn jetzt wieder fest? Weiß nicht. Hast du den nicht als Shared Waypoint gemacht? Doch. Wegpunkt speichern. Du musst unten, ne? In dem unteren, in der unteren Liste, nicht in der oberen. Nein, nein, unten Liste, da müsste der sein. Wegpunkt. Speichern. Speichern den Wegpunkt. Zack. So. Nee, ich sehe in die Richtung, sehe ich nur den Airdrop. Warum speichert er mir das? Dann klick mal den Waypoint an und dann müsste da irgendwo stehen oben Share Waypoint, da die Mannequins. Waypoint teilen, genau. Verbündeter. Zack. Ja. Jetzt müsst ihr das sehen. Ja. Sehr schön. Oh mein Gott. Blöder Köter. Ich hasse das Viech. Immer noch. Ja, aber nichtsdestotrotz kann dir da leider nicht helfen bei. Ja, ich bin ganz weit woanders. Und ich sehe den. Ja, ist der Kram weg. Pech. Du kannst gleich meine Armbrust haben. Ich kann mit dem Ding nicht. Na, Armbrust habe ich ja. Armbrust ist ja nicht das Problem. Auch die ganzen Pfeilköpfe sind alle weg. Das ist ja das Doofe. Ich habe keinen Kartenpunkt. Mist. Doch, du müsstest den unten sehen, Tana, in der Liste. Die ist ja zweigeteilt. Nee, ich sehe nur den Airdrop. Nicht auf der Karte, in der Liste links daneben. Shared Waypoints.
Da müsste Tasche stehen. Dieser blöde Drecksvogel. Oh Gott, so weit. 14 Uhr. Das ist doch ein ganzes Ende weg. Komm, ich versuch's. Ja, ich muss ja. Ich bin ja. Wer denn, hast du gesehen, wo ich bin? Nee, einer muss hier bleiben. Guck mal auf Uhr. Ja. Die Iron Bars müssen weiter ums Haus gesetzt werden und die Spikes müssen unten ans Haus gesetzt werden. Die Spikes und die Iron Bars habe ich oben in eine Kiste gepackt. Das muss dann irgendeiner übernehmen. Okay. Dann versuche ich den Rookie eben zu holen und vielleicht den Airdrop noch, aber das entscheide ich vor Ort. Genau. So, wo sind die jetzt? Was ist hier drin? Nichts. Da. Die Kiste, die quer hängt. Die ist abgeschlossen. Ah, ich komme zurück. Muss eh noch was zu trinken mitbringen, mitnehmen. Was haben wir hier denn noch? Nix. Die müsste jetzt müsste sie frei sein. Jeps, ist offen. So, die nehme ich raus und die nehme ich raus. So. Ah, so, zack. Ich hasse die Wunde. Oh. So, jetzt bin ich auch endlich mal zu Hause. So. Ich kann auch loslaufen, Kuga, aber ich muss halt erst alles leer machen. Ich bin voll bis oben hin. Deswegen macht es auch keinen Sinn, sofort loszulaufen, weißt du? Ja, ich habe mir gerade einen Kaffee reingepfiffen. Bam. Total. So was Doofes. Was denn jetzt? Hunde, die hasse ich. Die habe ich schon immer gehasst. Hunde habe ich immer gehasst. Furchtbar. So, total rein. Oh. Ich pack mal meine Sachen einfach erstmal so rein. Wenn so was lustig ist, kann er das ja gerne einräumen, richtig? Genau, wenn er lustig ist, gemacht er das. Ja, weil dann laufe ich nämlich jetzt auch los. Ja. Ich muss halt nur die Scheiße aus der Tasche kriegen. Es wird aber sehr eng von der Zeit her. Also, setz lieber zusammen die Spikes. Ja, ich bin aber schneller wie du. Ja, ich bin jetzt aber schon den halben Weg gelaufen. Nein, was ist denn jetzt los? Oh, das dreht durch. Das ist nicht mein Tag heute. Das ist nicht mein Tag. Das ist auch kaputt. Bist du jetzt... Oh. Schon wieder rausgeflogen? Nee. Hat hier was runtergeschmissen, das ist weg. Das habe ich auch verkehrt gesetzt. Ich weiß gar nicht, wie kann man die denn drehen? Linke Maustaste. Ich weiß ja gar nicht, wie ihr das bauen wollt. Das hat verkehrt gebaut. Jetzt kann ich den Scheiß hier abreißen. Oh, Mist. Die Rebar Frames so um das Haus rum, dass du drüber laufen kannst, weil durch die Dinger kannst du durchschießen. Ja, da ist jetzt Zova gerade bei. Ja, und unten die Spikes einfach Zweierreihe, Dreierreihe um die Hütte rum. Oh, wo hast du die denn? Die sind in der Kiste, die quer hängt an der Wand. Warte mal, ich packe die hier unten rein. Ich wollte gerade sagen, jetzt so in der Tasche. Oder so. Nur so war dann Fall, aber bitte nicht oben runter, ne? So. Hast du gehört? Nee, bitteschön. Nein, ich versuche es nicht. Aber wenn ich die Dinger da aufstelle und du fällst runter, am besten setze ich die da, wo schon eine Wand ist. Damit du mir da gar nicht erst reinfällst. Oh, an wie viel Nestern Zova hier vorbeigerannt ist. Oh, das ist ja auch ein Loch in der Wand. Aber ich mach die jetzt nicht kaputt, das dauert zu lange. Ja. Sammel nur die Federn ein. Ja, das macht man. Ich repariere mal die Hauswand wieder. Ach,
Mist, ich habe den verkehrt gesetzt und jetzt kann ich den nicht wegnehmen. Ach du Schade. Ich sehe, die Zeit ist schon wieder durch. Ist schon wieder sowas von durch. Okay, dann sagen wir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann entscheidet das nächste Mal wieder ein, wenn der Zoo-Rock hier am Fallen ist, am Sterben ist und der Kuga den Kram holen muss. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.